Hier ist wieder der Testmittel von YouTube. In dem heutigen Video geht es darum, welche Produkte ich im Monat Oktober noch vorstellen werde. Da wünsche ich mir viel Spaß jetzt damit. Ich hatte ja bereits schon im Oktober ein Video gemacht, wie man sich selber einen Hello Kitty Kuchen backen kann. Dann habe ich zwei Handpuppen selber gebastelt, habe ein Seniorenhandy vorgestellt, ein paar verrückte, Stoffpuppen von Amazon gezeigt. Dann haben wir noch diese sprechenden Hamster gehabt und wie man zum Beispiel selber einen Fliegenpilz im Garten aus einem Baumstumpf bastelt. Demnächst stelle ich dann eine Gehirn-Puddingform vor. Ist eine Schale, wo flüssiger Pudding reinkommt und wenn der hart wird und man nimmt ihn aus der Schale raus, sieht er aus wie ein Gehirn. Da ja bald Halloween ist, habe ich mir noch passend dazu hier so eine Zombie-Maske bestellt. Dazu noch die dementsprechende Hände und Füße und für die Dekoration von dem Pudding noch verschiedene so kleine essbare Sachen, die man da herumlegen kann, optisch zum Aufschönern halt. Dann stelle ich noch dieses 12er Muffin-Set vor. Das ist halt so ein Blech-Set, wo man diese Förmchen reinstellen kann. Da gehen die nicht auseinander, wenn man zu viel Teig reinfüllt, beziehungsweise man kann den Teig auch so einfüllen. Da tue ich halt mal ein paar Muffins backen. Ja, hier was für die Frauen. Eine Backform, wo man Pumps mit backen kann. Das sieht dann nachher so ungefähr aus und das werde ich dann auch mal versuchen. Alternativ die Backform Big Willy, die habe ich mir auch noch bestellt. Da kann man dann halt hier so ein Flöterisch mitmachen. Optisch als Verschönerung stelle ich noch so ein paar kleine Peniskerzen dann drumherum. Ich mache dann noch einen Vergleich zwischen zwei Hamburgerpressen und zwar einmal die von Sagaform und die von Gräve, also mit welcher man besser Patties machen kann für Hamburger dann. Dann stelle ich euch noch einen Pyjama vor. Das ist hier so ein Modell. Den habe ich mir aus Japan geordert, aber ich denke mal, das werde ich diesen Monat da nicht mehr schaffen, weil der wahrscheinlich erst so Anfang oder Mitte November geliefert wird. Ich bin ja in einem Netzwerk drin und da gibt es ja auch so einen Koch. Hat mich mal einer darauf aufmerksam gemacht, ich kannte den gar nicht. Und wie man sieht, geht es bei dem eigentlich nur ums Essen. Und deswegen hat mich mal interessiert, was der so vorstellt. Und da habe ich dann so ein nettes Burger-Video gefunden. Also da tut er so einen Burgerbraten. Habe ich mir angeguckt. War okay, aber ich habe mir gedacht, kann man besser machen. Und das will ich dann halt in einem Video versuchen. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich diesen Monat so vorstellen will. Wer Interesse daran hat, kann mich gerne abonnieren, wer das noch nicht getan hat. Und dann sage ich mal, viel Spaß mit den kommenden Videos.